Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schweighofer und es freut mich sehr, dass Sie hier bei diesem kleinen Photoshop-Tutorial dabei sind. Es geht heute nicht um großartiges Composing oder weiß Gott was für schwierige Freisteller. Es geht lediglich um dieses Foto hier, das ich heute Nachmittag draußen im Freien geschossen habe und das ich mit Photoshop jetzt ein wenig verfeinern und verbessern möchte. Sie kennen das vielleicht, Sie kommen nach Hause, schauen sich die Bilder von Ihrem letzten Shooting an, haben so eins, wo das Model perfekt sitzt, vielleicht die Stimmung wirklich gut ist, aber so dieses gewisse Etwas fehlt noch. Und genau das zeige ich Ihnen jetzt, wie man mit kleinen Schritten hier im Photoshop verbessern kann und wie man so das Maximum aus diesem Bild noch rausholen könnte. Ich habe das Bild hier schon im Photoshop geöffnet und da wir nie auf der Hintergrundebene arbeiten, sondern immer eine neue Ebene erstellen, möchte ich bitte, dass Sie mit Command und J einfach hier eine Ebene 1 erstellen. Diese Ebene wird nun gearbeitet und von dieser Ebene aus wird das Bild jetzt einfach besser gemacht. Und wenn man hier ein bisschen an das Bild reinzoomt, sieht man so kleine Fehler wie hier zum Beispiel. Das gefällt mir nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Da scheint einfach das Blättchen hier ein wenig vorne zu sein. Beziehungsweise hier auf der rechten Seite, da stand noch so ein Verkehrsschild drinnen. Diese Problemzonen oder diese schlechten Stellen, die bewältige ich dadurch, dass sie im Hintergrund sind, einfach mit dem Kopierstempel, mit einer sehr weichen Härte. Das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber ich stelle hier einfach die Härte auch sehr weich ein. Die Deckkraft ist jetzt bei mir auf 48% und ich nehme einfach eine Auswahl von einem nahegelegenen Ast und stemple hier Schritt für Schritt den schlechten Bereich zu. Das gleiche mache ich hier jetzt auch, einfach, dass es keine Fragen gibt, was war da so. Einfach weggestempelt, dann schaue ich mir noch den Boden an, liegen vielleicht irgendwelche Zigarettenstummel rum oder irgendein Müll. Nein, also von meiner Seite aus passt das hier. Gut. Ich möchte am Bild so selbst nichts verändern. Ich möchte dem Model jetzt keine schlankeren Beine machen, das passt alles wunderbar, die Haare sind in Ordnung. Ich möchte einfach nur dem Bild eine schönere Tonung geben und den Blick des Betrachters ein wenig mehr in die Mitte zentrieren. Was mir dabei noch auffällt, ist, das ganze Bild hängt so ein bisschen. Also selbst wenn diese Mauer jetzt ein wenig schräg nach rechts hängt, auf der sie sitzt, im Hintergrund sehen Sie auch eine Horizontallinie und die wirkt für meines Betrachtens jetzt etwas zu schief. Wie kann ich das lösen? Ganz einfach, in der Werkzeugleiste unter der Pipette finden Sie das Linealwerkzeug. Habe ich mich verklickt? So. Dieses Linealwerkzeug nehme ich jetzt gerade in diesem Modus, wenn man das Bild hier außen sieht, ganz oben kann man das einstellen, also im Vollbildmenüleisten-Modus. Wenn ich das jetzt so an, dass ich einfach einmal die Maus ansetze, quer durchs Bild ziehe und man sieht schon diesen Strich, den man hier ziehen könnte. Und auch wenn das jetzt genau die Horizontallinie wäre, wie die Stiege ist, ich mache es so ein bisschen schiefer noch. So ungefähr und lass einfach mal die Maus los. Es passiert jetzt noch nichts, nur Photoshop schlägt mir vor, ganz oben hier den Bereich nochmal zu löschen oder gerade auszurichten. Wenn man hier jetzt auf gerade ausrichten geht, rechnet sich Photoshop jetzt die Schiefe des Bildes aus, schneidet mir auch das Bild gleich zurecht und Sie sehen auch gleich diese Horizontallinie, die vorher etwas schief war, ist jetzt viel gerader. Das Model sitzt ein wenig nach vorgebeugt. Aber die Beine haben mehr Stand, also irgendwie sitzt das Model nicht nur auf dem Hintern gut, sondern auch auf den Beinen gut. Und wenn man das jetzt nochmal vor und zurück kippt, muss man selber entscheiden, was einem besser gefällt. Ich würde sagen, das passt mir so ganz gut. Ich sehe hier hinten auch noch ein Highlight, das noch ein wenig irritieren könnte. Auch das wird einfach wieder mit dem Stempel niedergestempelt. Gut, als nächstes kommt die Tonung ins Spiel. Ich möchte hier ein wenig herbstliche Tonung bringen. Die Blätter im Hintergrund sind schon gelb und grün, aber es darf ruhig auch ein bisschen Rottöne reinkommen und das mache ich hier über die Farbbalance. Diese Farbbalance-Einstellungsebene ermöglicht mir im ganzen Bild die Mitteltöne, Lichter und die tiefen Töne zu verändern und ich ziehe einfach mal im Bereich der Mitteltöne ein wenig den Hebel nach Rot und nach Gelb. Ich kann durch Ein- und Ausklicken dieses Augensymbols schon erkennen, ob mir das Veränderte besser gefällt oder nicht. Ja, ich möchte noch bei den Tiefen ein wenig Rot in die Blätter reinbekommen.
Übertreiben Sie aber hier nicht, also es soll jetzt nicht zu bunt werden. Nochmal ein- und ausschalten. Ja, ist schon viel besser geworden. So wird mir das schon sehr gut gefallen. Das Problem hierbei ist, man verändert jetzt natürlich das gesamte Bild, möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass das Model nicht so eine Hummerhaut bekommt, sondern dass das wieder die schöne, sanfte Hautfarbe bekommt wie vorher. Dazu nehme ich einfach wieder den schwarzen Pinsel, weil wir einen Maskenmodus arbeiten, hier in der Farbbalance, können wir wiederum mit einem weichen, schwarzen Pinsel, hierbei nehme ich aber eine Deckkraft von 100%, kann ich jetzt das Model wieder ausmaskieren. Diesen Arbeitsschritt, den wähle ich mit Bedacht. Sollten Sie jetzt zum Beispiel, oder sollte ich jetzt zum Beispiel zu sehr die Rottöne im Hintergrund verändert haben, wirkt das Model möglicherweise blau, weil es vorher in einem bläulichen Licht fotografiert wurde und jetzt auf einmal der Hintergrund rötlich ist. Ich sehe jetzt gerade, gerade an den Beinen wirkt hier die Farbe etwas gräulich-bläulich. Das soll nicht sein. Dann gehe ich einfach wieder in Weiß, setze die Deckkraft, ja, sagen wir mal, auf 25% herunter und fahre dann noch einmal einfach drüber. Nun passt sich die Hautfarbe wieder ein bisschen an und Sie sehen auch schon in der Maske, die schwarzen Bereiche wurden jetzt grau. Man sieht ein bisschen von dem Rot durch, von der roten Hintergrundebene. Das Model passt sich wieder perfekt an. Okay, als nächster Schritt, alles was Kontrast im Bild hat, zieht den Betrachter auch näher ran. Ich möchte jetzt dem Model gerade im Augenbereich, im Armbereich, vielleicht auch in den Beinen mehr Kontrast geben. Der Rest des Bildes soll aber nicht verändert werden. Und auch hierbei wird auch wieder eine Einstellungsebene verwendet, und zwar in diesem Fall eine Schwarz-Weiß-Ebene. Klicken Sie jetzt so einfach einmal auf Schwarz-Weiß. Photoshop schlägt Ihnen jetzt einiges vor. Ich schlage jetzt mal vor, das einfach so zu lassen. Das Bild ist in seinen Graustufen sehr schön harmonisch. Es passt eigentlich alles wunderbar zusammen. Es gibt keine Überspitzungen. Und ich möchte das Bild genauso behalten, setze es aber im Ebenenmodus auf weiches Licht. Und wenn Sie jetzt nochmal diesen Schwarz-Weiß-Ebenenmodus ein- und ausschalten, Entschuldigung, diese Schwarz-Weiß-Einstellungsebene ein- und ausschalten, sehen Sie schon, was Sie erreicht haben. Sie haben die Kontraste wesentlich erhöht. Das ist halt mir ein wenig zu viel. Das Gute daran ist aber, dass ich die Deckkraft der Ebene einfach runtersetzen kann. Und ich achte hierzu jetzt einfach mal im Bereich der Haare hier, ob ich noch Zeichnung sehe, ob es mir noch ein bisschen zu dunkel ist. Ja, ist noch ein bisschen zu dunkel. Sie sehen hier, ich bin hier ja, im Bereich von 30% ungefähr und erziele leichte Schatten, die das Model etwas hervorheben. Und wie schon erwähnt, der Hintergrund soll neutral bleiben und weich bleiben. Dazu werde ich einfach mit einem schwarzen Pinsel den Hintergrund jetzt wieder freimaskieren. 25% Deckkraft ist da natürlich nicht erforderlich. Da kann man gern auch mal in 70-80% gehen. Und den Hintergrund wieder auskaschieren, ausretuschieren. So. Zu guter Letzt setze ich noch einen drauf und verwende eine Einstellungsebene Tonwertkorrektur. Ich muss gerade kurz warten, bis mein Rechner hier alles ausgerechnet hat. So, wieder zurück. Hier oben ist die Tonwertkorrektur. Und in der Tonwertkorrektur verändere ich jetzt noch die Mittelwerte. Um dem Model ein bisschen hellere Haut zu geben, ziehe ich die Mittelwerte wieder in die Höhe. Achte jetzt aber hierbei nur auf die Haut. Ja, das sieht schon sehr schön aus. Und damit wir jetzt nicht das gesamte Model wieder ausmaskieren müssen, nehme ich einfach die Maske von unten her mit gedrückter Command-Taste einmal in den Bereich reingeklickt. Sehr gut. Gehe ich nach oben und invertiere das Ganze. Mit Steuerung I. Und was haben wir hierbei erreicht? Wir haben das Model jetzt genau in dem Bereich, wo wir auch die Farbbalance gesetzt haben, weich und hell gemacht. Der Rest bleibt dunkel, genauso wie vorher auch schon. Zu guter Letzt gibt es noch einen Tipp. Sie können auch so ein Bild mit einer Art weichen Schleier umgeben. Das soll aber mit Vorsicht gesetzt werden. Es gibt sehr viele Fotografen oder Photoshopper, die das leider Gottes etwas zu sehr betonen. Klar, es ist Geschmackssache. Mein Geschmack betrifft es aber eher so, dass es sehr dezent sein soll. Sie können das mit einer Tastenkombination erreichen, indem Sie Command, Alt, Shift und E drücken.
Damit kopieren Sie alle derzeit vorhandenen Ebenen an die oberste Stelle und mit dieser können Sie nun arbeiten. Auf dieser obersten Ebene wende ich jetzt nun den Filter, Weichzeichnungsfilter, gaußscher Weichzeichner an mit einem maximalen Radius. Das wäre hier der 250er. Okay, sieht natürlich jetzt etwas vermatscht aus, aber das soll so sein. Auf OK bitte gehen. Jetzt muss das Photoshop natürlich ausrechnen. Und nun wird der Ebenenmodus von normal auf weiches Licht gesetzt. Das Problem bei diesem Verfahren ist, dass die Farben leicht überspitzen. Wenn Sie die Ebene ein- und ausschalten, sehen Sie schon, das wird hier ein weicher gelber Brei. Das möchte ich nicht. Darum setze ich noch über Bild, Korrekturen, eine Schwarz-Weiß-Ebene auf dieser weich gezeichneten Ebene an. Ich bestätige dies und wir sehen schon hier im Ebenenmodus-Fenster wurde jetzt alles schwarz-weiß gezeichnet und es sind nur die Schatten, die das Ganze jetzt weich zeichnen. Auf das Ganze wird jetzt noch eine Maske angewendet. Mit einem schwarzen Pinsel maskiere ich mir das Model wieder raus. Achtung, hierbei nur das Model rausmaskieren. Der Rest soll ja wirklich so einen weichen Schleier rundherum ergeben. Sie sehen auch schon in der Maske hier, wo überall dieser weiche Schleier angewandt wurde und wo nicht. Ich muss wieder warten, bis Photoshop das alles errechnet hat. So, erledigt. Und durch Ein- und Ausschalten sehen Sie auch diese Vignettierung, die Sie erreicht haben, die dem ganzen Bild mehr Stimmung bringt. Ein kleiner Tipp, wenn Sie einen Vorher-Nachher-Vergleich haben wollen, zoomen Sie einfach auf Bildschirmgröße in das Bild hinein, drücken die Alt-Taste und gehen beim Hintergrundbild, also bei der untersten Ebene, auf das Augensymbol. Damit klicken Sie das Augensymbol an und nur die Ebene der unteren, also nur die Hintergrundebene wird gezeigt. Durch Ein- und Ausschalten sehen Sie dann schon, was Sie verändert haben und erkennen auch den Unterschied und können sagen, ja, mir fehlt noch das, mir fehlt noch das. Oder Sie sind einfach nur, wie ich, jetzt damit zufrieden und können sich dann schon einem nächsten Bild widmen. Es hat mich gefreut, wenn Ihnen das jetzt auch gefallen hat. Es war mal wieder was Kleines, was Feines, aber manchmal sollen auch die kleinen Dinge hilfreich sein. Ich wünsche mir, dass Sie diese kleinen Schritte hier anwenden können in Zukunft. Und ja, vielleicht schauen Sie mal wieder vorbei bei Schweighofer Art. Für mich bleibt jetzt noch zu Ihnen zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.